Ey, bevor das Video heute startet, möchte ich die Chance nutzen, um am 18.07.2022 einem ganz besonderen Menschen heute zum Geburtstag zu gratulieren. Chris, vielen Dank für alles, was du die letzten Jahre bereits nicht nur für Elbiga Rush, sondern vor allem auch für mich als Freund getan hast. Ich hatte tatsächlich noch nie so einen guten Freund wie dich und schätze es daher enorm, dass ich dich vor einigen Jahren kennenlernen durfte und du auch noch heute so aktiv an meinem Leben teilnimmst. Ey, ich bin super gespannt, was die nächsten Jahre alles noch auf uns wartet, wünsche dir aber jetzt erstmal ganz, ganz, ganz viel Spaß mit deinem Benz. Ich hoffe, ich kann in den nächsten Jahren noch einiges von dem, was du bereits für mich getan hast, zurückgeben. Jetzt euch allen aber erstmal viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Herzlich willkommen zu diesem kleinen Monatsvlog mal wieder. Schön, dass ihr dabei seid. In diesem Video passiert einiges. Der Porsche steht schon parat, denn mit dem fahren wir gleich los. Denn wir werden erst mein Motorrad abholen. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, vor einiger Zeit haben wir mal meine VW 800, die Bobber, im Schuppen wiederbelebt und geguckt, ob es noch funktioniert. Das zählt, die läuft. Danach habe ich sie direkt zum TÜV gefahren und man glaubt es kaum, ohne Mängel bestanden. Unglaublich, warum ist nicht alles so einfach? Apropos TÜV bestanden, auch der Pornobenz hat endlich seine Plakette bekommen. Alles eingetragen, Kennzeichen liegen auch schon im Kofferraum von Porsche. Das heißt, danach fahren wir weiter und auch Chris kann sein Baby abholen. Jetzt fährt eigentlich nur noch der fucking Bus auf die Straße. Aber das ist ein anderes Thema. Das passiert in diesem Video leider noch nicht. Aber dafür, um meine Stimmung auch zu heben, dass der Bus noch keinen TÜV hat. Der Pornobenz hat einfach vor dem Bus TÜV. Weißt du, wie traurig das ist? Wie viel länger haben wir jetzt schon am T2-Bus rumgemacht? Yeah. Wesentlich länger. Aber manchmal ist es halt so. Ich gönn's dem Chris, ich gönn's auch meinem Bike. Und diesem Porsche gönnen wir auch bald eine Folierung, ein Foliendesign. Und auch das wollen wir heute bereits durchplanen. Da fahren wir nachher noch hin und nehmen euch natürlich mit. Aber jetzt als erstes, Bobber abholen. Da ist das Ding, Leute. TÜV, meine lieben Freunde. 7.24. Das sehen wir doch gern. Gleiche Plakette wie auf deinem Benz, ne? Hoffentlich auch in diesem Monat auch noch Plakette für meinen Bus. Dann haben wir alle grüne Plaketten, das will ich fühlen. Außerdem, was musste gemacht werden? Die stand ja ziemlich lang, bis wir sie zum TÜV gefahren haben. Gewissermaßen fast 2 Jahre. Und trotzdem haben wir natürlich einen Service gemacht. Auch wenn sie nicht viel gefahren ist. Wir haben die Bremsflüssigkeit erneuern lassen. Und guckt euch das mal an. Man sieht sie auf der Kamera nicht. Man sieht sie gar nicht, ne? Also ich hatte hier so eine 3-in-1 Blinker-Funktion schon, aber in Größe. Und dann habe ich die hier gesehen bei ihm im Laden. Ein bisschen ganz nah rangehen. Mach das Finger mal dran. Da, die da. Die habe ich bei mir im Laden gesehen und dachte so, Digga, wenn wir TÜV machen, bau mir die davor dran. Die sind wieder an der gleichen Position wie die alten, nur halt ein Zehntel von der ganz Größe. Ehrlich, du stellst dich hier hinten hin. Nix, ne? Und die leuchten so hell, dass das legal ist. Achtung. Ja, am Blinker. Achtung. Guck mal von weiter weg. Du siehst das Blinken. Du siehst das sogar im Tageslicht. Ja. Also in live sogar noch mehr wie auf ja, der Kamera? Das, damit muss man jetzt leben. Das müssen sie uns jetzt einfach glauben. Ich find's geil. Ist so. Ich spring jetzt drauf. Ich habe leider keine Schutzkleidung dabei, nur ein Pullover und einen Helm. Also mach das nicht, ne? Also eigentlich Motorrad nur mit Schutzkleidung fahren. Wir fahren jetzt hier 2 Kilometer in die Werkstatt schnell. Das brauchst doch einen Kaffeebecherhalter für dein Bike. Nee, das mache ich. Ich mach's immer so. Ja? Okay. Und dann, wenn du gerade einen Arm frei hast. Wie gut sieht eigentlich der Porsche da hinten aus, Digga? Ganz einsam ohne Bein. Ja, du fährst ihn jetzt gleich. Ja, mach ich. Freust dich? Mach ich gerne. Ich freue mich auch. Heute ist ein guter Tag. Ja. Fahr mal. Let's go. Was machst du da, Marvin? Wir sind höchst professionell hier bei Elbiga Rush, das wisst ihr ja. Und ich möchte unter die Motovlogger gehen, jetzt wo ich ein cooles Moped habe. Ne? Ihr kennt das, die Leute, die sich beim Motorradfahren filmen. Leider habe ich keine so fancy Halterung für meine GoPro. Also wird die jetzt hier mit Gaffer fixiert. Ich sehe schon Marvin die neue GoPro kaufen. Kein Geld jetzt. Hallo, mach mich nicht schwach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei den großen Motorvloggern anders aussieht. Ach übrigens, das hier waren die alten 3-in-1 Blinker. Im Vergleich, guck mal, wie groß die waren. Die anderen sind so groß wie mein Fingernagel. Ja. Geil, gut, passt, let's go. Ich mache jetzt einen neuen Motovlog-Channel auf, wenn das läuft. Also, in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Chris, pass auf meinen Porsche auf. Mach ich. Und falls ich hinfliege, wir haben 2 Kameras, kann nichts schief gehen. Let's go. Bis dann. Bis morgen. Was ein geiler Wagen! Kannst kaum abwarten, wenn er die Folie hat.
Also irgendwann sehe ich dich auch mal in einem Porsche. So ist es nicht, Kollege. So, wir sind angekommen. Mal wieder ein großes Dankeschön an die Dorfgarage in Eigeltingen. Beste Adresse, wenn wir mal nicht weiterkommen oder unsere Umbauten auch mal irgendwie ordentlich abgenommen werden müssen. Und auch das ist hier passiert. Ui, Digga. Ui. Scheiße, sieht ja gut aus. Gut, wir wenden mal kurz, dann gibt's die Kennzeichen. Ich habe den Wagen angemeldet, muss ich dazu noch sagen. Chris hat mir da vertraut, er war arbeiten, ich war bei der Zulassungsstelle, habe ihm die Kennzeichen geregelt. Er meinte immer, du kannst das so gut mit den kurzen Nummern. Und tatsächlich habe ich es mal wieder geschafft. Ich habe ein bisschen flirten müssen mit der Dame am Schalter. Nein, Scherz, ich war einfach nett und sie hat uns tatsächlich ein kurzes Kennzeichen gegeben. Welches? Seht ihr gleich. Und wir klatschen das jetzt nämlich da drauf. Zeig mal her deine Kennzeichen. Danke. Hat mir Marvin organisiert. Oh, ey. XE5 auf dem 41er Plättchen. Das kann man machen. Ja, das ist es. Ja. Das ist es. Das ist es. Oh, mit Magnet. Wir haben ja damals welche verbaut. Ich hoffe, wir finden sie noch. Achso, da sind schon. Oh ja, okay, da haben wir weiter gedacht schon, ne? Da waren wir optimistisch, dass das Ding irgendwann mal Kennzeichen kriegt. Ich hoffe nur, sie sind nicht zu weit auseinander. Ah ja, weil ich jetzt so ein schön kurzes Kennzeichen hier geregelt habe. Ja. Warte mal. Nö. Nö, das knapp, passt, aber geht. Gut, Kennzeichen kommen dran. Dann wird hier die eingetragene TÜV-Höhe wieder eingestellt, ist alles abgespeichert. Und dann gibt's die ersten Meter auf der Straße nach dem kompletten Neuaufbau dieses wunderschönen Wagens. Hier drüben geht's wieder nicht. Oh. Uff. Digga, das sieht richtig gut aus, die kurze Nummer, Alter. Ja, Mann. Geil, Alter. So, jetzt kleben wir das vorne noch einigermaßen gerade drauf und dann sind wir eigentlich parat. Chris vorbereitet wie immer. Was hast du dabei? Papier dabei. Papier hast du mitgenommen? Ist dabei. Okay. Damit die Punkte hier richtig halten, ne? Er ist ready, Leute. Er ist ready. Mit er meine ich natürlich nicht nur den Wagen, sondern auch Chris ist ready. Digga, ich wünsche dir ganz viel Spaß auf der ersten Fahrt. Ich hoffe, es läuft alles gut. Es wird alles gut laufen, Alter. Siehst du? Also, hey, hau rein, Digga. Genieß es. Oh oh. Oh oh. Das ist nur Wasser. Ich war gerade kurz geschockt, Digga. Schau dir mal die Linie an, die du gezogen hast. Das ist Wasser. Shit, Alter, ich dachte schon, was zur Hölle. Aber das ist feinstes Wasser. Nichts Schlimmes. Probier. Ich habe auch probiert. Ja, Wasser. Okay, also jetzt aber. Abfahrt, Freunde. Kurzer Schockmoment. Mit Kennzeichen auf der Straße. Erster Eindruck? Wie ein Wohnzimmer. So muss es sein. Chris, ich sag's nur ungern, ne? Du hast zwei Autos auf Luft. Lass wenigstens einen ab, wenn du den schon so abgestellt hast. Oh ja. Auf den Moment hast du gewartet, so Musik in deinem Auto zu hören. Ja, klar. Ne? Das ist schon eine angenehme Aussteigehöhe. Hauptsache am Boden, Digga. Oh, das war jetzt wichtig, ne? Die Scheiben waren unten? Die Scheiben waren unten, das geht nicht anders. Ja, ich meine. Sonst springt das Auto nicht an.
Erstmal hier Glückwunsch, Digga. Dankeschön. Sehr geil, Alter. Hat sich die ganze Arbeit. Hast du ein Kennzeichen, was du mir organisiert hast? Es sieht sehr, beim Fahren wirklich sehr, sehr gut aus, das Kennzeichen. Also, ich bin stolz auf meine Organisation dieses Kennzeichens. Und ein Magnet hält nicht. Zwei. Ich muss, glaube ich, muss das Kennzeichen ein bisschen biegen. Ja, oder mach halt einfach ein bisschen Scheibenkleber drunter oder so. Ganz entspannt. Nicht, dass du das schöne Kennzeichen verlierst. Ich kenne da wen, der hat schon mal so ein schönes Kennzeichen gehabt und das hat er verloren. Deswegen nicht, das ist da rein ins Auto. Das ist keiner Klaus. Wenn wir später wiederkommen, dann gucke ich, ob ich da vorne vielleicht einen leichten Knick reinmache, dass okay. Es besser anliegt, dann ist es nicht so unter Spannung. Okay, du kriegst das hin. Analysiert. Sehr schön. So, Ben steht daheim. Sehr schön. Ich denke, Chris fährt heute Abend mit dem Wagen nach Hause. Wir lassen den Audi hier stehen. Und jetzt heißt es für uns direkt in den nächsten Wagen springen. Der Porsche wartet auf seine Foliendesign, welches wir heute planen und erstellen wollen. Nächste Woche wird er dann foliert. Nehmen wir euch auch noch mit. Also, ab in Porsche, Abfahrt. Wir sind jetzt angekommen in Donaueschingen. Hier gibt's Colorblind Media. Der Kollege hat uns hier und da schon mal mit Folierung geholfen. Macht übrigens auch die Sticker. Produziert die für mich, die ihr im Shop erwerben könnt. Also alle LB Garage Sticker werden dort hergestellt. Und dort möchten wir jetzt auch meinen Porsche folieren. Es wird keine Komplettfolierung, es wird ein Foliendesign. Es soll so ein bisschen racy-mäßig aussehen. Schwer zu erklären. Wir planen das heute mal und dann gibt es ein eigenes Video, wenn das auch umgesetzt wird. Vielleicht gibt es hier und da auch schon so ein paar kleine Hints für euch, ein paar Spoiler. Wir gucken mal. Wir sind gleich da. Geil. Wir haben den nächsten Tag, ihr habt es gesehen, gestern waren wir ja bei unserem Folierer, beim Tobi, haben besprochen, wie es beim Porsche weitergehen soll. Das gibt ein eigenes Video, kommt wahrscheinlich schon diese Woche, also da dürft ihr gespannt bleiben. Jetzt gerade sind wir im Pornobenz unterwegs, das ist meine erste Fahrt, die ich hier mitfahren kann und ich muss sagen, er fährt sich mega geil. Wir haben jetzt aktuell schön die TÜV hier drin, sieht beim Fahren schon geil aus, ihr habt ja die Rolling Shots gesehen. Aber auch hier drin, es fühlt sich einfach genauso an, wie der Wagen aussieht. Super gemütlich, einfach ein riesen Schiff, wo hier über die Straßen rollt. Große Frage ist, ist der Chef happy mit seinem Auto? Ich bin happy. Bist du zufrieden? Wenn ein paar Kleinigkeiten noch gemacht sind, dann bin ich happy. Ja, ein paar Kleinigkeiten gibt es immer, zum Beispiel hier bei dem Gurt. Das Ding hier ist noch nicht wirklich fest. Und ja, zwei, drei andere Sachen haben wir auch schon gefunden. Aber du, das kann man alles entspannt noch übers Jahr machen. Das Ding läuft, das ist angemeldet, ist getüfft. Wir können jetzt endlich den restlichen Sommer genießen. Ich hoffe auch schon sehr bald mit T2 bis auf der Straße zusammen dann. Aber das zeigt die Zeit. Schön, dass ihr heute dabei wart an diesem kleinen Montagsupdate. Wir sehen uns dann am Donnerstag im nächsten Video, wenn es wahrscheinlich mit dem Porsche weitergeht. Bis dahin, macht es gut, bis bald und ciao. Bring the vibes here.